Yo, 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 was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal Seiko TV. Bevor das eigentliche Video anfängt, möchte ich mich bei einem Kanalmitglied bedanken. Und zwar ist das der LickFN aka Lightminer. Er hat seine Kanalmitgliedschaft von 9,99 auf die höchste Stufe aufgestockt. Die höchste Stufe sind 49,99 Euro pro Monat, Alter. Ich habe diese Stufe einfach nur so gemacht, um zu testen, ob das vielleicht jemand macht. Und dass das wirklich jemand macht, hätte ich niemals gedacht. Vielen, vielen Dank für deinen Support. Wir schreiben ja auch schon auf Telegram. Das Ganze ist wirklich nicht selbstverständlich. Nochmal vielen, vielen Dank an dich. So, wir fangen jetzt mit dem eigentlichen Video an. Und zwar zeige ich euch hier einen neuen Money Glitch. Er ist nicht Solo, sondern Duo, aber er ist sehr, sehr schnell. Ihr habt eine Vorbereitungszeit von circa 5 Minuten. Nachdem ihr diese Vorbereitung fertig habt, müsst ihr sie nicht mehr wiederholen. Und dann könnt ihr wirklich im 45-Sekunden-Takt Autos duplizieren. Für den Glitch benötigt ihr als Glitcher, also der die Autos duplizieren wird, einen MOC mit Fahrzeuglagerplatz, um die neuen Kopien abzuspeichern. Ob der MOC voll ist oder nicht, ist egal. Dann benötigt ihr noch einen Motorradclub. Ihr solltet keine Faggio-Roller im Motorradclub gebunkert haben. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Falls ihr Faggio-Roller in eurem Motorradclub habt, dann solltet ihr die in andere Garagen verschieben, sodass ihr keine Faggio-Roller mehr in eurem Motorradclub habt. Als letztes benötigt ihr ein weiteres Gebäude, wo das Auto drin sein muss, welches ihr duplizieren möchtet. Hier habt ihr 4 Möglichkeiten. Ihr braucht nicht alle gleichzeitig. Wenn ihr nur eins davon habt, dann geht das. Und zwar benötigt ihr entweder eine Arena oder einen Nachtclub oder ein Casino-Penthouse oder eine Spielhalle. Und in diesem Gebäude muss dann der Wagen drin sein, den ihr duplizieren möchtet. Ihr könnt in einem Durchlauf all eure Garagen füllen. Das ist kein Problem. Ihr müsst einfach Faggio-Roller in allen Garagen außer dem Motorrad-Clubhaus, habe ich ja eben schon gesagt, bunkern. Die werdet ihr dann zu dem Auto transformieren, welches ihr dupliziert. Dann kommen wir zu dem, was der Freund benötigt, der euch hilft. Und zwar benötigt er eins von den teuersten 3 Apartments im Eclipse Tower. Das sind die teuersten 3 Apartments im Spiel. Wenn er eins davon hat, dann kann er euch helfen und er muss sich im Casino registrieren, falls er nicht registriert ist. Das kostet nur 500 GTA-Dollar. Dann könnt ihr diesen Glitch machen. Euer Freund muss anfangen. Euer Freund geht in die Story oder in den Editor und dann geht er in die Einstellungen und dann auf die Steuerung und dann stellt er seinen Zielmodus auf freies Zielen und dann geht er aus der Story oder dem Editor über Online, GTA Online spielen in eine geschlossene Freundesitzung. Wenn dann euer Freund online ist, muss er in sein Eclipse Tower Apartment und ich habe ja gesagt, das sind nur die teuersten 3, die funktionieren. Dann öffnet er sein Interaktionsmenü, geht auf Apartment-Stil und hier muss er einfach irgendetwas einmal auswählen. Dann läuft er mit dem offenen Interaktionsmenü hier rein in den Raubüberfallraum. Okay, auf seiner Karte sollte er irgendwelche Jobs angezeigt bekommen. Wenn er nach rechts normalerweise drückt hier, darf er nicht direkt in den Job geladen werden. Falls er direkt in den Job geladen wird, dann muss er erst diesen Job beenden und den Glitch dann probieren. Also, ihr seid hier drin mit dem offenen Interaktionsmenü und dann drückt er auf die PlayStation-Taste, geht auf die Communities. Hier muss er in irgendeine GTA-Community, falls er keine hat, kann er auch meiner beitreten, die heißt YouTube Seiko TV. Dort geht er dann rein und dann auf aktuelles Spiel. Hier sucht er sich irgendjemanden aus, der schon länger als 10 Minuten zockt. Einfach irgendjemand random auswählen und einmal beitreten. Und dann kommt eine schwarze Meldung, genau die hier. Sobald er diese Meldung hat, drückt er einmal nach rechts auf dem Steuerkreuz und dann sofort Kreis, um diese Meldung abzulehnen. Also rechts, Kreis, mal gucken, okay, die Ränder der Tafel sind verschwunden und kommen erst danach wieder. Ihr habt es gesehen, die sind erst danach erschienen. Falls das der Fall ist, hat er es noch nicht geschafft, dann geht er hier raus, dann wird er auch sehen, dass seine Minimap wieder zurück ist. Ziel ist es, dass einfach die Ränder der Tafel dauerhaft da bleiben und wenn wir dann aus der Tafel rausgehen, die Minimap auch dauerhaft weg ist. Also wir probieren das direkt nochmal. Bei jedem weiteren Versuch muss er immer wieder einen anderen Stil auswählen. Er soll nicht immer wieder denselben Stil auswählen. Wieder dasselbe, Doppel-Playstation-Taste, beitreten, nach rechts und ablehnen. Okay, es hat hier beim zweiten Versuch geklappt. Ihr seht das, die Ränder sind nicht verschwunden. Und dann geht er hier raus und dann wird er auch sehen, dass seine Minimap dauerhaft
weg ist. Jetzt muss er die Karte öffnen, einfach hier und dann zum Casino per Teleport, per Job-Teleport. Er kann einfach blaue Marker auf der Map benutzen oder eigene Jobs. Ich habe hier beim Casino einen eigenen Job, deswegen benutze ich den. Er muss den starten. Wenn er dann in den Job-Einstellungen ist, drückt er doppelt auf die PlayStation-Taste, tritt wieder derselben Person bei. Wir wissen aber nicht, ob er einen anderen Zielmodus drin hat und er zockt eh schon gar nicht mehr. Falls sowas kommt, einfach annehmen und dann doppelt PlayStation-Taste und jemand anderem beitreten. Wir müssen aber testen, ob die Person einen anderen Zielmodus drin hat als wir. Okay, diese Meldung ist okay. Wenn ihr dann diese Meldung habt, also euer Freund diese Meldung hat, drückt er wieder doppelt auf die PlayStation-Taste, tritt derselben Person nochmal bei. Und falls sich die Meldung ändert wie bei mir, auf möchtest du deinen Zielmodus ändern, ändert, dann hat er eine richtige Person gefunden. Diese Meldung lehnt er auch ab. Falls sich die Meldung nicht ändern sollte, muss er einfach diese Meldung trotzdem ablehnen und dann jemand anderem doppelt aus der Community beitreten, bis er jemanden findet, wo sich die Meldung ändert. Wenn ihr dann beim Casino seid, müsst ihr da reinlaufen, ihr werdet direkt wieder ausgespuckt. Okay, nachdem ihr dann ausgespuckt wurdet, muss jetzt der Glitcher in diese Sitzung reinkommen. Also, er tritt euch einfach bei. Nachdem euer Freund in der Sitzung angelangt ist, könnt ihr weitermachen. Ihr lauft wieder ins Casino. Diesmal werdet ihr nicht ausgespuckt. Ihr wählt dann Casino aus. Wenn dann euer Freund im Casino ist, läuft er hier an den Schalter. Dann drückt er nach rechts auf dem Steuerkreuz, geht auf Parkdienst und dann die Penthouse-Garage. Hier muss er einfach irgendeinen Wagen auswählen. Es ist egal, was er nimmt. Er wird dann in einem unendlich langen schwarzen Ladebildschirm hängen bleiben. Das ist okay so. Jetzt müsst ihr ihn daraus befreien. Ihr geht ins Pause-Menü auf Online, auf Jobs, Jobspielen von Rockstar erstellt, Missionen, ein Job für einen Titan oder jegliche Mission. Es ist wirklich egal, was ihr nehmt. Wir sind, by the way, fast fertig mit der Vorbereitung. Es sind nur noch 2-3 Steps und dann könnt ihr im 45-Sekunden-Takt Autos duplizieren, Alter. Also, wir machen jetzt weiter. Wenn ihr dann in den Job-Einstellungen seid, drückt euer Freund auf die PlayStation-Taste, geht auf die Freundesliste und dann findet er euch und dann muss er euch beitreten, aber er darf wirklich nicht die schwarze Meldung in-game annehmen. Er muss auf der schwarzen Meldung in-game warten. Also, er tritt euch bei, während ihr in den Job-Einstellungen seid. Und dann bekommt er diesen Bildschirm. Hier wartet er. Wenn er diesen Bildschirm hat, sagt er euch, okay, du sollst jetzt den Job leaven. Ihr leavet den Job. Einfach ganz normal rausgehen. Okay, und dann kann euer Freund die schwarze Meldung annehmen. Er wird gleich eine Fehlermeldung bekommen. Das ist richtig so. Die muss er auch annehmen. Und dann wird er in einem leeren Casino spawnen. Ihr seht das, alles ist weg. Und jetzt muss euer Freund über einen Jobmarker zu dem Gebäude, wo ihr den Glitch machen möchtet. Ich mache das Ganze an der Arena, also in der Arena. Ich habe ja gesagt, ihr könnt die Arena benutzen, den Nachtclub könnt ihr benutzen, die Spielhalle könnt ihr benutzen und auch das Casino Penthouse könnt ihr benutzen für diesen Glitch. Da ich das Ganze ja an der Arena mache, geht dann jetzt mein Freund einfach auf einen Jobmarker in der Nähe der Arena. Er startet das Ganze. Er wird dann auf dem Jobmarker festfrieren. Ihr müsst ihn jetzt wieder retten und dann habt ihr die Vorbereitung fertig. Dann könnt ihr Autos duplizieren. Ihr geht wieder in irgendeine von Rockstar erstellte Mission rein. Sobald ihr in den Job-Einstellungen seid, sagt ihr eurem Freund, er soll euch beitreten. Doppelt PlayStation-Taste und dann einfach direkt beitreten. Auf der schwarzen Meldung warten. Wir machen dasselbe wie eben. Ihr geht aus dem Job raus. Nachdem ihr wieder gespawnt seid, muss euer Freund diese Meldung annehmen. Und dann ist die Vorbereitung fertig. Also jetzt dann annehmen und dann werde ich nach einer Fehlermeldung direkt auf diesem Jobmarker spawnen und dann kann er euch helfen, Autos zu duplizieren. Ich bin gespawnt ohne Minimap, ihr seht das. Mein Freund kann mich auch, also meine zweite Konsole, kann mich auf der Karte nicht sehen. Und das war die Vorbereitung. Das, was ihr bis jetzt gemacht habt, müsst ihr nicht mehr wiederholen. Habe ich ja schon gesagt, jetzt könnt ihr Autos duplizieren. Also ich bin jetzt hierher gelaufen. Da ich das selber mit zwei Konsolen mache, dauert das leider bei mir ein bisschen länger immer, da ich nicht
beide Controller gleichzeitig bedienen kann. Aber ich gebe mein Bestes. Also ich habe hier schon einen Faggio draußen. Aber es ist egal, was für ein Auto ihr holt. Ihr müsst irgendein random Fahrzeug einfach anfordern. Und dann steigt ihr da ab. Und euer Freund steigt dann da drauf. Ich muss euch warnen, der Freund kann nicht bremsen, also müsst ihr mit der Handbremse bremsen. Ihr könnt auch nicht rückwärts fahren. L2 funktioniert einfach in diesem Modus nicht. Ihr müsst jetzt euer Interaktionsmenü öffnen und euch dann als MC-Präsident registrieren, falls ihr noch nicht registriert seid. Und dann geht ihr hier ins Menü einmal rein. Und dann seht ihr, oben links steht Fahrzeug wieder einlagern. Ihr wartet jetzt, euer Freund fährt ein bisschen weiter weg. Er muss nicht so ultra weit wegfahren. Bis sich aber diese Schrift bei euch im Interaktionsmenü ändert. Genau jetzt, ihr seht das, jetzt könnt ihr nämlich einen Faggio anfordern. Das macht ihr. Ihr müsst aber darauf achten, dass diese Faggio-Roller nicht im Motorradclub sind, weil wenn ihr die aus dem Motorradclub anfordert, könnt ihr die nicht mit Autos überschreiben. Deswegen dürfen auch keine Faggio-Roller im Motorradclub sein. Die müssen in normalen Garagen sein oder in der Arena oder sonst wo. Überall einfach außer Motorradclub. Ich fordere hier jetzt einen Faggio an. Er wird mir nicht ausgeliefert. Ihr seht das auf der Map. Er wird nicht ausgeliefert. Dann lauft ihr entweder in die Arena oder die Spielhalle oder das Casino Penthouse. Ihr holt dann den Wagen raus, den ihr duplizieren möchtet. Ich mache das wie immer mit einem Issy, weil der am meisten zurückbringt. Ihr fahrt einfach raus und dann kommt euer Freund wieder zurück mit dem Wagen. Einfach zurückkommen, er steigt ab, das Teil verschwindet, okay, und jetzt habt ihr eure erste Kopie schon fertig. Das, worin ihr sitzt, ist die Kopie, ihr müsst die jetzt im MOC abspeichern. Ich werde den MOC auch direkt hierher holen, damit das Ganze schneller geht und ich nicht die ganze Zeit hin und her fahren muss. So, wir fahren hier rein, ich habe ja gesagt, ob der voll ist oder nicht, ist egal. Falls er voll ist, wird in dem Moment, wo ihr diese Meldung hier annehmt, der Wagen einfach aus dem MOC in die Garage verschoben. Das ist jetzt unsere erste Kopie und ihr könnt die jetzt direkt wieder weiter kopieren. Ich werde euch zeigen, wie das geht, aber ich möchte erst mein MOC zum Garagentor fahren. Also ich habe den MOC hergeholt und jetzt werde ich den Wagen einfach, der drin ist, wieder rausholen. Und dann geben wir den wieder unserem Freund, der immer noch verglitscht ist. Und dann können wir einfach, wie gesagt, im 45-Sekunden-Takt wirklich nicht länger Autos duplizieren. Also, wir fangen jetzt an. Wir fahren hier raus, geben diesen Wagen unserem Freund. Er muss einsteigen natürlich. Das ist halt für mich jetzt schwieriger, da ich ja alles beide machen muss. Also, euer Freund fährt dann wieder weg. Einfach ein gutes Stück. Man kann halt nicht bremsen, man muss mit R1 bremsen, also mit der Handbremse. Wenn er dann weg ist, müsst ihr wieder einen neuen Faggio anfordern. Er wird euch wieder nicht ausgeliefert. Dann lauft ihr hier wieder rein. Dann steigt ihr wieder in den Wagen, den ihr duplizieren möchtet. Ihr werdet jetzt sehen, dass auf dem Spot, wo wir eben den Issy rausgeholt haben, wieder ein Issy ist. Wir sind mit dem hier, glaube ich, rausgefahren oder dem hier, ich weiß es nicht. Ich glaube, der hier war das. Wir fahren damit wieder raus. Euer Freund kann eigentlich schon während dieser Zeit zurückfahren. Er muss nicht hier vorne warten, aber da ich das halt mit zwei Konsolen mache, muss ich leider immer warten, bis ich alles gemacht habe und dann kann ich erst zurückfahren. Und dann steigt euer Freund wieder aus und das war's. Die Kopie ist erstellt. Ihr müsst jetzt hier nur noch in den MOC fahren und das ist eure zweite Kopie. Annehmen und das könnt ihr jetzt die ganze Zeit wiederholen, bis ihr einfach keine Faggio-Roller mehr in euren Garagen habt. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Ich würde das ausnutzen. Helft euch einfach gegenseitig, einmal einer ein Set und dann der andere. Das geht auf jeden Fall gut klar, Alter. Ich finde, das ist kein schlechter Glitch. Also, Freund ist wieder eingestiegen, fährt wieder ein bisschen weg, damit wir wieder ein Faggio anfordern können. Nach diesem Auto werde ich dann das Video beenden. Also hier jetzt anfordern. Wir laufen wieder in die Werkstatt. Jetzt werde ich sogar zurückfahren während dieser Ladezeit. So, das habe ich gemeint. Euer Freund kann eigentlich schon zurückfahren, nachdem ihr den Faggio angefordert habt. Dann geht das nämlich noch schneller. Ihr steigt jetzt wieder in den Wagen ein, den ihr duplizieren möchtet. Fahrt raus. Euer Freund steigt aus, sein Auto verschwindet, ihr packt das Teil wieder im MOC und das war schon die dritte Kopie. Wir haben jetzt binnen 2 Minuten oder so schon 5,5 Millionen gemacht, Alter.
Und das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Nutzt das aus, solange das noch geht. Ich denke, spätestens Donnerstag sollte das auch gepatcht sein, weil der Anfang des Glitches, also wo der Freund sich verglitscht, 1:1 derselbe Glitch ist wie der Solo Money Glitch. Deswegen denke ich echt, dass das spätestens Donnerstag weg sein sollte und deswegen solltet ihr das noch ausnutzen. Ich würde mich über ein Like freuen, falls ihr das Ganze gefeiert habt. Ansonsten gibt es nichts mehr zu sagen, Alter. Wir hören uns immer mit dem nächsten Video wieder. Bis dann, alle miteinander.